Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Algina Trader Helpdesk. Selbstverständlich wieder mit Carsten Berger. Ich freue mich, dass er heute Abend wieder mit uns dieses Webinar macht. Und natürlich freue ich mich sehr, dass Sie online oder beziehungsweise live dabei sind oder sich gerade die Aufzeichnung anschauen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, Carsten. Dann kriegst du jetzt den Bildschirm oder die Übertragung und ja, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Und dann legen wir auch los. Ich denke mal, ich bin auch zu verstehen und das Bild ist zu sehen. Also von daher geht's los. Dankeschön. Okay, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus an die Zuhörer und Zuschauer. Und zwar geht es ja heute um den Algina Trader, also eine Trading-Software, die doch so viel mehr kann als vielleicht andere Trading-Softwares. Nämlich man kann damit zum Beispiel Screen-Signale erstellen, einen vollautomatisierten Stop zum Beispiel hinterherführen. Man kann strukturiert Märkte durchsuchen, man kann Intraday handeln, man kann End of Day handeln, man kann es als Investor benutzen. Ihr merkt, das Ding ist sehr komplex und wer es sich schon als Testversion runtergeladen hat oder vielleicht schon eine Lizenz erworben hat, wird auch gemerkt haben, das ist nicht ganz so einfach, wenn man nicht dort ein bisschen Support bekommt. Das möchte ich heute euch geben. Ihr könnt mir gerne eure Fragen in den Chat hineinschreiben. Ich werde mir den hier aus der Software extrahieren, sodass ich da was sehen kann. Oder ihr schreibt es bei Fragen rein. Das läuft dann bei mir auf und dann werde ich eure Fragen, unabhängig jetzt vom Thema, was ich jetzt behandle, könnt ihr die hier reinschreiben. Gar kein Problem. Nutzt die Gelegenheit. Ich glaube, so einen direkten Support kriegt ihr sonst nicht. Wenn es Probleme sein sollten, die sehr mit Technik und funktionellen Störungen zu tun hat, dann ist es natürlich immer besser, das Gina Trader Team direkt anzuschreiben. Zeige ich euch auch, wie das geht im Gina Trader. Der ein oder andere wird vielleicht jetzt schon auf dem Bildschirm geschaut haben, das bin ich. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen älter aus. Das ist, glaube ich, so vor 4 Jahren entstanden das Bild. Ich muss mal ein neues machen. Aber ich habe mich nicht so sehr verändert. Also ich brauche jetzt eine Lesebrille. Gina Trader hat bei mir im Endeffekt das Leben, was das Suchen nach Aktien, ich bin ja, wer es vielleicht kennt, kann auch bei mir hier auf der Homepage mal nachschauen, eher so ein End-of-Day-Screener. Und das heißt, ich bin im Tageschart viel unterwegs, mache auch wenig Intraday-Trades, weil wenn man Intraday handelt, muss man meistens länger ein paar Stunden vorm Rechner sitzen. Das mache ich nun in der Form nicht. Deshalb ist es diese Software im Endeffekt das Ergebnis einer langen Odyssee. Ich bin ja schon seit 1987 an den Märkten aktiv und habe da halt sehr, sehr verschiedene Softwarearten benutzt, aber auch das typische Excel oder einfach das Internet, was dann später dazu kam mit verschiedenen Internetseiten. Und das war immer so ein Stückwerk. Und das, was der AT gut kann, ist im Endeffekt so das, was ich wirklich brauche, in einer Software zu vereinen. Und das ist halt der Agena Trader. Und ja, habe dann halt mit vielen anderen auch zusammengearbeitet, war unter anderem Michael Vogt, Carsten Umland, Mario Lüdemann, Oliver Najar, Nils Gajowi, mit Gilbert auch natürlich, Mike Seidel und sogar mit Jens Raabe, was letztendlich die Agena Trader Bedienung oder die Entwicklung oder Input für Tools und so weiter. Habe auch Vorträge beim VTAD gehalten, auch gerade die Titelstory rausgebracht beim VTAD Deutschland, über die Perlentaucherstrategie, die ich vertrete, aber auch auf der World of Trading, ja, könnt ihr es ja nachlesen. Okay, wer Fragen hat, kann sich natürlich klar bei mir melden. Und zwar Kontakt hier auf meiner Internetseite TraderCoach einfach über mich und dann noch hier unten auf Kontakt. Und dann könnt ihr hier einfach eure Fragen stellen. So, dann schalte ich mal den Arjuna Trader ein. Wer damit bei war, das ist so eine kleine Serie, die wir jetzt im Endeffekt haben. Und zwar haben wir Anfang des Jahres begonnen, nach der Installation den Agena Trader zu sehen. Dann sieht er ungefähr so aus. Also alles, was so schwarz ist und so weiter. So sah der ungefähr aus. Dann haben wir das farblich ein bisschen angepasst,
haben angefangen, den Chart im Endeffekt mal zu verändern. Also jetzt müsst ihr jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber es ist natürlich der Weg wäre vielleicht der gleiche, indem ihr dann halt eure Indikatoren und so da einbinden könnt. Und dann ist dabei im Endeffekt was herausgekommen, was so aussieht, aber im Endeffekt auch hier oben, wenn ihr diese Vierer-Taste drückt, natürlich noch mit zwei weiteren Charts, bis zu vier Charts, die gleichzeitig in einem Chart-Container, in diesem Arbeitsplatz vorhanden sein können, in einer Chartgruppe. Auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nur einen Chart sehe, sind die immer noch im Hintergrund. Das ist sogar kein Problem. Auch wenn ihr jetzt irgendwo einen Trade eröffnen würdet und wäre der Chart nicht zu sehen, würde der weiterlaufen im Hintergrund. Ja, völlig unabhängig davon, ob das Bild jetzt gerade zu sehen ist. So, dann haben wir angefangen, den Scanner zu entwickeln. Und ich mache das immer gerne nochmal so als kurze Wiederholung. Das ist eine Liste oder auch Scanner genannt oder Screener, der nach Signalen durchsucht und der natürlich auch eine Liste enthält von Werten. In dem Fall ist es der DAX. Also, dass man sich ungefähr so eine Brücke bauen kann. Dann haben wir eine Infoliste da drin. Dann haben wir zwei Signale drin. Ihr seht hier eine 0 und eine 1. Da zeigt mir im Endeffekt nur an, wenn der MACD ein Crossing gemacht hat. Das haben wir auch geschrieben im Condition Escort. Den findet man hier oben. Also Signale entwickelt ihr im Condition Escort. Ich klicke das nochmal kurz an, damit man wieder ungefähr weiß, ah, da war das. So sieht das aus. So da, diese Plattform, dieses Tool, wo ihr eure Signale erstellt. Ganz könnt ihr euch einfach anschauen, die entsprechende Folge. Da haben wir das, glaube ich, letzte Mal oder vorletzte Mal behandelt. Dann haben wir uns angeschaut, den Setup Escort. Das war das letzte Mal. Was der im Endeffekt kann, das ist nämlich das Tool, was im Endeffekt dafür sorgt, dass ihr zum Beispiel Einstiegssignale, die ihr mit dem Condition Escort erstellt habt, wie auf der linken Seite, mit den Stops und mit Targets, also Zielen, zusammen verknüpfen könnt, einstellen könnt und in der Regel natürlich auch mit einzelnen detaillierten Parametern zu den einzelnen Stops und Zielen versehen könnt. Klingt jetzt sehr komplex. Wenn ihr euch nur das Thema Setup Escort anguckt, dann könnt ihr das besser nachvollziehen. Was ist der Sinn dieser ganzen Webinarreihe? Natürlich muss man am Anfang, wenn man den installiert hat, ein bisschen weiter vorausdenken, was man eigentlich haben will am Ende. Also wie soll mein perfekter, in Anführungsstrichen, Handelsplatz aussehen? Aufgrund meiner langen, ja, seit 2011 Coaching-Erfahrung mit dem Agena Trader weiß ich, dass es sehr schwierig ist, da vorauszudenken, wenn man die Funktionen gar nicht kennt. Und noch schwieriger ist es, wenn man eine neue Software kennenlernt und weiß gar nicht, was Condition Escort eigentlich heißt oder was zum Beispiel ein Setup Escort ist, sondern ein Instrument Escort. Da sagt man sich, okay, ich wollte eigentlich Aktien handeln oder CFDs oder Forex. Was hat das mit Instrument zu tun? Genau das ist es nämlich, was es dann auch schwierig macht, danach in der Hilfe zu suchen. Wenn man die Begrifflichkeiten nicht kennt, kann ich mich danach nicht orientieren und sagen, wie muss ich denn ein Signal erstellen? Das ist sehr schwer. Deshalb machen wir das. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr am Anfang nicht voll den Durchblick habt, den habe ich nämlich auch nicht gehabt, das muss man sich erarbeiten, dann weiß man natürlich erst am Ende, welchen Fehler man gemacht hat. Und das macht dann meistens viel Arbeit, wenn man das dann in dem fertigen Handelstool dann verändern will. Wenn man hier zum Beispiel, wie ich jetzt, verschiedene Tools, Quatsch, Tabs offen hat, ja, das sind Listennamen. Hier ist der Screener-Name, weil ich immer einen stationären Screener benutze. Viele von euch, das weiß ich auch durch die Coachings, haben halt diesen Screener, wo man hier Signale anzeigen lassen kann, entweder mit der Analyzer-Escort-Spalte, mehrere Signale in einer Zeitebene, hier der Tag zusammengefasst, oder aber das gleiche Signal, ihr seht, es leuchtet auch grün auf, das mir nur sagt, ja, der MACD hat das gemacht, was ich will. Man sieht hier ein grünes, eine grüne 1 und dann sieht man hier unten in der BMW-Aktie den grünen Pfeil, ja, für ein Long-Signal. Jetzt die Strategie ist, jetzt sage ich mal, jetzt nicht auf Profitabilität ausgelegt, sondern um diesen Lehrzweck letztendlich zu erfüllen. Was da natürlich wichtig ist, ist zu wissen, wenn ich das auf mehrere noch andere bezeichnete
Listen oder Tabs hier oben ausdehnen will, wie zum Beispiel Depot, das haben wir erstellt, eine Watchlist Long, eine Watchlist Short, eine Handelsliste zum Beispiel, dann macht es doch schon Sinn, zu wissen, wo man da hin will. Und das ist nicht einfach und das versuchen wir hier zu regeln. Also ich zeige euch mal, wie wir diese Listennamen erstellen, nochmal ganz kurz. Das ist relativ einfach, weil die sind vorgegeben. Wie kriegt man hier so einen Tab rein, wenn der mal verschwunden ist, ja, wenn man den wegdrückt? Wenn man aus Versehen mal raufdrückt und sagt, oh, schließen, wie kriege ich das jetzt wieder rein? Das ist immer, kann man mit einem Backup machen, ja, aber es geht viel einfacher. Hier oben, das ist ja so ein List-Chartgruppen-Tab. Also ich arbeite am liebsten mit Listen und der Chartgruppe, also mehr als zwei Charts, ist eine Gruppe. Und das kriegt ihr hier oben mit diesem Tab rein. Da seht ihr, wenn ihr drüber hovert mit der Maustaste, seht ihr List-Chart-Gruppe drin. Klickt ihr da drauf, dann haben wir diese Instrumentenlisten und das, was hier jetzt gleich erscheinen wird, sind die Namen, die hier oben drin stehen. Ihr seht, die haben ja schon einen Ordner angelegt, sage ich mal, eine Kategorie für Trading Station, das ist ja oft das Thema. Und da seht ihr, wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet, die dort reingeschrieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot aufrufen möchte, dann würde ich jetzt da einfach raufklicken und das mit der entsprechenden Vorlage öffnen. Jetzt habe ich zum Beispiel Dow 30 da drin gehabt, kann ja auch direkt reinschreiben, Dow. Und dann sehe ich, ah, Dow 30, den habe ich aus Versehen weggedrückt. Klicke ich da drauf, wird jetzt die Liste geladen. Ich kann die Einstellungen, die hier sind, 1000 Kerzen im Chart, das sind diese Zeitperioden hier, kann ich verändern. Aber ich sollte zu diesem Zeitpunkt schon eine Vorlage haben, damit ich nicht immer wieder anfange, hier alle Farben anzupassen, von den Indikatoren, von den Kerzen. Im Action Bar ist mal rechts hier am Chart, das habt ihr schon gelernt. Hier sind Indikatoren drin und Zeichenwerkzeuge und wenn ihr wollt, natürlich später auch Kaufbuttons zum Beispiel. Ja. So, dann ist hier unten die Screener-Vorlage. Das, was ihr jetzt hier seht gerade, ist die Screener-Vorlage. Die könnte ich jetzt auch für den Dow laden. Da waren ja vorher die schwarzen Charts drin, die wollte ich ja gar nicht haben. Und ich brauche dann hier auch nichts mehr zu verändern, weil der macht das dann im Endeffekt automatisch. Drücke ich auf OK, dann seht ihr, kommt hier die Dow-Liste. Und daneben sieht das genauso aus wie im Screener. Ja. So kann man das im Endeffekt wieder hochholen. Und ich habe den Scanner hier drin, den habe ich jetzt nicht abgespeichert. So, ihr seht, hier ist noch die Analyzer Escort-Spalte drin. Und hier ist sie nicht drin. Woran liegt es? Ja, ich habe ja diese Vorlage geladen mit dem Namen, aber hier ist die Analyzer-Spalte nicht drin. Was habe ich da falsch gemacht? Ganz wichtiger Punkt. Also wenn ihr etwas erstellt habt, dann ist es so wirklich wichtig, essentiell, dass ihr es wirklich speichert. Denn er merkt sich das nicht und sagt sich, ah, Screener, bist du rausgegangen aus der Anwendung, weil es automatisch gespeichert. Nein, weit gefehlt, das müsst ihr selber anstoßen. Also das heißt, wie mache ich das? Ganz wichtig. Wenn ich das hier auch so haben möchte, wie in einem Screener, dann gehe ich auf Screener zurück. Und klicke jetzt mit rechts in den Chart hinein, rechte Maustaste, gehe auf Einstellungen. Ich wähle immer diesen Weg über die Menüs. Es geht sicherlich auch einen Weg oben über die Buttons, aber so habe ich immer die Fülle dessen, was da eigentlich möglich ist. Gehe ganz nach unten, Chartgruppe. Ja, das muss jetzt genug Bildschirm haben. Vorlage, halt, ich bin rausgerutscht, da Vorlage. Und oben Laden. Und ihr seht ganz unten, habe ich das auch nochmal so bezeichnet als ja, Vorlage. Trading Station, TS, deswegen Screener. Also klicke ich da drauf, dann lädt er sich quasi hier rein. So, aber das wollte ich ja nicht. Ich will ja die Vorlage speichern. Also Vorlage, speichern unter. Vorher was laden. Und dann gehe ich auf diesen Namen und zack, ist es gespeichert. Wenn ich jetzt das gleiche nochmal mache, hier mit dem Dow, dann schauen wir mal, ob wir hier im Scanner auch die Analyzer Escort Spalte haben. Ich klicke einfach mit rechts rein jetzt hier. Jetzt brauche ich ja nicht nochmal aufrufen. Einstellungen, also ist ja jetzt da. Chartgruppe, Vorlage, Laden, weil wir wollen ja etwas haben. Und dann gehe ich wieder nach unten. Langer Weg, achtet jetzt drauf auf den Scanner.
zack, das haben wir jetzt gemacht. Also was habt ihr gelernt? Ihr müsst im Endeffekt die List-Chart-Gruppe oder wenn es eine Tab-Chart-Gruppe ist, in der Tab-Chart-Gruppe speichern. Ja, das ist wichtig. Also auch immer wichtig, wenn man mal wirklich was verhunzt und was verloren geht. Mit dieser List-Chart-Gruppe kann man im Endeffekt fast den ganzen Arbeitsplatz recovern, weil das die beste Speicherebene ist. Ja, natürlich auch ein Backup zu machen, ist auch sinnvoll. Okay, wie habe ich diese Listen da reinbekommen? Wie habe ich das geschrieben? Da müsst ihr auf Werkzeuge gehen, Einstellungen und auf Instrument S-Code. So, dann öffnet sich hier ein Feld und das, was wir wollen, ist Instrumentenliste. Eigentlich heißt es Instrumentlisten. So, und jetzt habe ich da die Möglichkeit, hier Freitext einzugeben. Und das sieht dann so aus, wenn ich das eingegeben habe. Da habe ich zum Beispiel auch Screener eingegeben, Longwatch-Liste, Intraday und so weiter. Und das kann ich auch in den Ordner schieben, Trading Station, dann ist das schön sortiert. Also hier gibt ihr die Namen ein, die die Möglichkeit letztendlich her erschafft, dass ihr hier oben dann auch einen sinnvollen Namen drin stehen habt. So, jetzt mache ich was, wo ihr sagen werdet, warum hat er denn nicht hier oben Nasdaq und S&P 500, warum findet er das nicht cool? Weil hier im Endeffekt alle Symbole, die hier drin sind, werden mit einem Datenfeed, also mit Kursdaten versorgt. Wie viele das sind, seht ihr hier unten links. Jetzt habe ich so 313 verschiedene Instrumente, die hier drin sind und die gefüttert werden müssen. Das heißt, wenn ich, je mehr ich hier oben offen habe an Tabs, desto mehr wird letztendlich an Ressourcen verbraucht für den PC, Speicherplatz und eventuell auch am Prozessor, je nachdem, was ich da mache. Deshalb ist es wichtig, dass man da auch recht strukturiert arbeitet und das Ding nicht zumüllt. Klar kann man hier Folgendes machen, deutsche Aktienindizes, ja, DAX, MDAX, TecDAX, SDAX, CDAX, HDAX, alle aufhaben und alle Instrumente auf Klick im Endeffekt im Screener haben. Das ist natürlich super. Hat man aber einen Scanner, der jetzt Intraday das abarbeitet, dann geht das schon ganz schön auf den Prozessor. Und von daher ist es gut, wenn man da sehr strukturiert arbeitet und eigentlich nur die Werte offen habt, die man braucht. Ich persönlich finde es sehr, sehr hilfreich, wenn man im Endeffekt wie in so einem Buch liest, von links nach rechts. Ich habe hier einen Screener. Der nächste Schritt, wenn ich gescreent habe, wäre dann, dass ich irgendetwas gesehen habe, was ich in die Watchlist packe. Oder aber im nächsten Schritt sage, Mensch, das ist so gut, da muss ich gar nicht noch abwarten. Das packe ich mir mal in die Handelsliste. Macht doch Sinn. Wenn ich jetzt eine Watchlist habe, ihr kennt bestimmt auch alles Problem, ihr habt 50 bis 100 Werte am Anfang, nachher sind es 400 Werte und man verliert den Überblick. Also eine Watchlist ist sinnvoll, muss aber auch gepflegt werden. Weil ab einem gewissen Punkt ist es keine Watchlist mehr, sonst endlich ist es dann auch nur noch eine Anhäufung von Aktien, wo man halt vielleicht nicht gleich nachvollziehen kann, was man da handeln soll. Und von daher macht es Sinn, auch hier eine Struktur zu schaffen, quasi vom Screener im Allgemeinen einen Schritt tiefer auf die Watchlist, einen Schritt tiefer auf die Handelsliste. Und wenn ich gehandelt habe und den Wert wirklich bekommen habe, dann mache ich doch den Wert am besten ins Depot. Ja, und dann bin ich fertig soweit. Und das wollen wir jetzt mal erstellen. Wir haben es ja schon geschaffen, indem wir die Liste hier mit Defekt, diese ganzen Watchlisten und Depot und Handelsliste schon beschrieben haben. Was brauchen wir jetzt? Wir machen im Endeffekt Folgendes. Ich lösche das hier, weil ich brauche das gar nicht mehr. Zack. Nasdaq will ich auch nicht wissen. Ich zeige euch dann, wie ich das screene. Zack. Und weg die Forex und weg den Dow. So, relativ nackt auf der Algina Trader. Ich mag das. Wenn es aufgeräumt ist, bei mir ist zwar im Perlentorer-Tool das auch viel mehr, aber ich habe ja die Struktur drin. Einmal deutsch und einmal amerikanischer Markt. Was brauche ich jetzt hier? Klar screene ich jetzt hier drin und wie screene ich da drin? Ich habe hier eine Liste, hier oben sind verschiedene Buttons, dann nutze ich immer einen Button. Ja, wenn euch das zu viel hier oben ist, ihr könnt den auch anpassen, dann geht ihr einfach auf diesen Pfeil, Add und Remove Commands und dann könnt ihr hier den Haken rausnehmen, was ihr überhaupt nicht braucht. Und braucht man nicht, weil man findet sie alle in dem normalen Menü mit der rechten Maustaste.
Neu laden würde ich drin lassen, Spalten bearbeiten, ja, kann man auch drin lassen, das brauche ich auch nicht. Instrument hinzufügen, entfernen, ja, gerne. Alle entfernen, das nehme ich mal raus, da kann man auch mal viel kaputt machen, wenn man das nicht versteht. Instrumentliste kopieren brauche ich nicht, ich mache immer neu laden. Beim Screener kopiere ich dann nichts heraus. Sound baue ich auch nicht so. Wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich das schon viel übersichtlicher. Ich mag das. Was ist das für eine Taste? Na ja, klar, damit könnt ihr den Scanner im Endeffekt bis auf die Bezeichnung, Symbol, zusammenschrumpfen, wenn man mal ein bisschen mehr Platz braucht. Das ist ganz praktisch. So, aber das, was ich will, das ist dieses, ich sage immer zu meinen Coaches, Zeitungspapier, damit man sich das merkt. Das ist das Zeitungspapier und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr Instrumentliste neu laden. Dann geht ihr mal drauf, statische Liste neu laden. Und das ist eine statische Liste, weil die wurde schon vom Margina Trader Team erstellt, also die DAX 30 Liste. Aber auch wenn ihr jetzt eine Watchlist, eine Depotliste, eine Handelsliste erstellt, das ist auch eine statische Liste, weil die ihr zusammengestellt habt und die Werte da drin, also in dem Sinne die DAX-Titel, da drin bleiben einfach. Oder was ihr als Empfehlung oder so dort hineingebracht habt. Jetzt gucke ich mir an, statische Liste neu laden. Da brauche ich nichts draus, sondern ich brauche hier keine Kategorie. Und ihr seht, hier ist der DAX 30 angehakt. Nehme ich den Haken raus, dann müsste jetzt die gesamte Liste leer sein. Haken an, Werte kommen wieder rein. Das ist ein cooles System, weil ich brauche für meinen Screening-Vorgang gar nicht die ganze Bandbreite oben offen haben, sondern ich gehe einfach nach die Sache durch. Und das finde ich halt ganz prima. Jetzt machen wir es mal mit dem MDAX. Wir nehmen den DAX mal raus. Ich mache es mit dem MDAX. Der wird jetzt nach den Signalen gescreent. Dauert ein bisschen, da müssen die Kursdaten laden. Und er ist schon fertig. Und zwar nach dem Signal. Jetzt kann ich das folgendermaßen machen. Ich kann das hier sortieren. Zackabum. Das ist schon 2 Tage altes Signal. Das sieht man daran, dass das ein bisschen heller ist, die Farbe. Und ihr seht das Signal. Das ist der heutige Tag. Gestern, da war das Signal. Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, guckt euch das vom letzten Mal an. Da ging es ja um den Zeta-Bestcode. Da habe ich das gesagt, wie man das einstellt. So, jetzt nehmen wir mal an, ich würde sagen, boah, das ist noch gut. Ihr Freenet, da kann auch was gehen. Wird er nicht nachmachen, ist nur zu Schulungszwecken hier. Jetzt würde ich das gerne in eine Handelsliste packen. So, was mache ich jetzt? Ich habe ja schon einen Namen gegeben. Jetzt hole ich mir diese Handelsliste. Also hier rechts mit der linken Maustaste darauf. Gib mal hier einen Handel. Ah, haben wir schon gemacht. Wähle das aus und nehme dieselbe Vorlage, weil wir haben ja noch keine Handelsvorlage. Die könnte ich dann wieder anpassen. Aber ich nehme die erstmal, damit alles so aussieht, die Farben und so. Klicken wir das an und schwupps haben wir die Handelsliste hier oben. Jetzt mache ich das Gleiche nochmal mit den anderen, also die jetzt noch fehlen. Was haben wir denn noch? Eine Watchlist haben wir auf jeden Fall. Longwatchlist, mache ich nur das Gleiche. Auswählen, klicken. Ich mache hier nochmal eine Shortwatchlist, haben wir glaube ich auch noch. Ja, und klicken. Und wir nehmen noch das Depot. Klicken. Und ihr seht, wie das hier wächst. Longwatchlist, Short, Depot. Ich glaube, wir haben noch Intraday drin. Ist ja nur mal so angedacht, was man, da könnt ihr natürlich auch reinschreiben, ich nehme das Depot von den Kindern. Das ist meine Tagesstrategie, meine Intraday-Strategie und so weiter. So, jetzt ist das ein bisschen durcheinander. Ich mag es ja strukturiert. Screener, die nächste Stufe wäre zum Beispiel Longwatchlist. Jetzt gehe ich da oben rein, halte das fest mit der linken Maustaste, schiebe das nach rechts, nach links. So. Dann nehme ich mir die Short-Watchlist, schiebe die nach links. Und jetzt passt das schon. So. Also hier screene ich. Dann, wenn ich der Meinung bin, oh, cooles Ding, brauche noch ein bisschen oder ich kriege jetzt mal einen Tipp oder so, ja, dann lege ich das rein. Genauso mit der Short-Watchlist. Wenn ich das hier im Screener finde, das Signal, das ist toll, dann geht es in die Handelsliste oder ins Depot oder Intraday, so weiter und so fort. Jetzt kann man das. Im Endeffekt, dieses Signal könnte ich jetzt kopieren. Mal gucken, ob das geht. Mit der rechten Maustaste da rein. Instrumentliste kopieren. Instrumentlisten.
TradingStation handeln. Jetzt muss ich mal gucken, was passiert, ob nur der eine Wert kommt oder die ganze Liste. Da seht ihr, ist der Haken. Jetzt mal sehen, was passiert. Nutze ich nämlich so nicht. Nö, da ist jetzt der Wert drin. So. Kann man so machen. Ist ein bisschen anstrengend, wenn ich jetzt mehrere Werte habe. Einfacher geht es folgendermaßen. Ich müsste mir jetzt einen Button im Action Bar hier hineinlegen. Das ist der Action Bar, wo ich einfach nur raufklicke, den Wert sehen und zack, lege ich den da rein oder ich mache mir eine Tastaturkombination oder sowas. Aber ich mache jetzt mal nur das mit dem Button. Okay, wir brauchen also einen Button für die Long Watchlist, eine Short Watchlist, Handel, Depot und Intraday in den Action Bar. Okay, das machen wir jetzt. Und zwar hier oben gehen wir auf dieses, ich sage immer Werkzeugkiste oder Hammer und Sichel. Das ist jetzt nicht so schön in der heutigen Zeit. Dann gehen wir auf Instrumentliste und haben hier oben so ein Auswahl-Dropdown-Feld. So, ihr seht schon, deshalb habe ich hier ein Ausrufezeichen vorgesetzt, damit ich hier nicht überall suchen muss. Ja, sieht es vielleicht nicht so schön aus, macht die Sache aber einfacher, weil ich ja weiß, alles, was mit Ausrufezeichen ist, sind meine eigenen eingegebenen Sachen. Also so solltet ihr auch eure Dateien irgendwie strukturieren mit Datum oder so, dass ihr ein bisschen gleich findet. So, was brauchen wir? Wir brauchen im Endeffekt Depot. Dann mache ich wieder auf. Wir brauchen Handel. Intraday, Longwatchliste und Shortwatchliste. So, jetzt ist das ja nicht in der richtigen Reihenfolge. Jetzt kann ich das natürlich auch noch ein bisschen verändern. Ich möchte das Depot unten haben. Dann markiere ich das hier und dann nach unten bewegen. Dann geht das Depot als letztes. Oder davor, vor den Intraday. Dann hole ich mir den Intraday nach unten. Richtig, den Intraday. Dann kommt der Handel nach unten. Ihr seht, muss man immer gucken, ist immer gar nicht so einfach umzusetzen. Und die Shortliste kommt nach oben. Ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Klickt ihr auf Apply for All, dann heißt das, dass das überall überschrieben wird. Das ist gerade wichtig für Leute, die zum Beispiel schon ein Add-on gekauft haben. Viele nutzen dann im Endeffekt, wenn sie was selber dazufügen wollen, was ja verständlich ist, dann diesen Apply for All Button. Das überschreibt aber alle Liststandgruppen. Das heißt, auch die anders im Endeffekt vielleicht auch sinnvollerweise angelegt wurden, die sind dann halt, sehen halt so aus wie die. Deshalb mache ich das anders. Ich nutze nur diesen Apply Button. Das ist dann nur lokal auf das, was wir gerade sehen. Das kann ich nichts kaputt machen. Dafür habe ich ein bisschen mehr Arbeit, weil ich ja dann die Sachen in die anderen übertragen muss. Jetzt gehe ich mal auf Apply. Und auf OK, dann seht ihr, haben wir hier diese Listen drin. Und eins fällt sofort auf, eine Liste leuchtet rot. Das ist ein guter Vorteil oder komfortabel, weil ich weiß, dass Freenet, das ist nämlich die Aktie, die hier markiert ist, hier schon in der Liste drin ist. Klicke ich jetzt nochmal drauf, ich gucke mal in die Handelsliste rein, schnell hier oben, da ist Freenet drin. Klicke ich jetzt. Ah, hier haben wir es nämlich noch nicht drin. Das ist genau der Punkt. Hier habe ich das nicht drin. Warum nicht? Weil ich das ja hier im Screener eingestellt habe und noch nicht gespeichert habe und noch nicht in die anderen geladen habe. Ihr könnt auf Apply for All drücken, dann sehen bei euch aber alle gleich aus. Das ist Geschmackssache. Ich habe es halt angepasst. Meine Watchlisten haben halt eine andere Funktion als mein Screener. Ich muss im Screener keinen Kaufbutton haben hier. Den habe ich nur bei der Handelsliste hier zum Beispiel, ja? Weil da sind die Werte drin, die ich dann an dem Tag handeln will. Meine drei, vier, zwei oder manchmal gar keiner Werte. Und dann habe ich hier einen Kaufbutton. Der ist jetzt noch nicht drin, der kommt dann noch, aber der macht im Screener keinen Sinn, weil ich möchte aus dem Screener raus nicht kaufen, weil die Aktien dort ja wieder verschwinden, wenn ich eine neue Liste screen. Logisch, oder? Also habe ich die da mal reingeschmiert. Vom weiteren Prozess her ist es dann so, dass ich sage, okay, das ist MACD ist durch. Ich kann auch mehrere anklicken. Ja, nehme ich den raus. Schwupps sind die. Hallo? Müssen jetzt wieder rausgehen. Dauert ein bisschen. Na, jetzt habe ich sie wieder reingedrückt. Bisschen Verzögerung gerade. Jetzt sind sie raus. Habe ich den MDAX rausgenommen. Ich kann auch sagen, ich möchte jetzt den DAX 40 und den Dow machen.
Ja, wer das möchte, also kann auch zwei verschiedene Listen mischen. Kann man machen. Ich strukturiere meinen Handelsansatz so, dass ich halt auch bestimmte Indizes handle, die halt besser performen als ein anderer. Und deshalb macht es schon Sinn, das zu selektieren, ne? Und das Gleiche gilt auch für Branchen. So, wenn ich das auch wieder durch habe, kann ich das hier sortieren oder ich kann es auch hier nehmen. Wenn ich nur das Signal sehen möchte, dann sehe ich, okay, ich habe vier Long-Signale. Dann gucke ich mir die an, ob das schick ist. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ist ja auch nur ein Hinweisgeber. Ja, der könnte gut sein vielleicht. Den würde ich mal in der Watchlist packen. Das mache ich. Gehe jetzt hier drauf und gehe auf Long Watchlist. Zack. Leuchtet rot, da weiß ich, Aktie ist drin. Dann haben wir hier Johnson & Johnson. Das ist mir schon zu spät hier. Da möchte ich nicht mehr reingehen. Long. So, das sieht auch nicht schlecht aus. Mache ich in die Long. Watchlist nicht, nee, den würde ich vielleicht sogar kaufen. Dann gehe ich in die Handelsliste und da haben wir noch ein Long-Signal hier. BMW, das ist ein Seitwärtsmarkt, den will ich gar nicht. Und dann haben wir noch Visa, nö, will ich nicht. Schauen wir uns mal die Short-Sache an. Wie kann man das schnell machen? Einfach nochmal hier oben raufklicken, dann kommen die roten Signale mit nach oben. Sehe, ich habe zwei Shorts, schauen wir uns die mal an. Ja, kann man machen. Das war seitwärts bis da. Lege ich mal in die Short-Watch-Liste. Also, ich möchte einfach hier, was ihr wisst, wie man das hier so strukturieren kann. So. Und so geht ja im Endeffekt die Märkte durch und braucht hier nur einen Screener. So. Jetzt kann man hier sich die Long-Watch-Liste angucken. Die sieht genauso aus im Endeffekt wie der Screener. Völlig in Ordnung. Könnte jetzt hier andere Zeiteinheiten auswählen, könnte mir andere Indikatoren reinmachen als im Screener zum Beispiel. Ja, macht ja Sinn. Müsste ich dann halt nur in dem Sinne speichern. So, wenn ich jetzt hier in der Longwatch-Liste etwas ins Handeln übertragen will, was brauche ich dann? Dann brauche ich hier auch so einen Button. Also müsste ich den hier auch anlegen, da drauf gehen, Instrumentliste. Ich brauche im Endeffekt jetzt nur Handel, weil ich werde von hier aus nichts in die Shortwatch-Liste schieben. Ins Handeln im Endeffekt brauche ich nur einen. Und vielleicht Intraday, wenn man Lust hat, den Wert Intraday zu handeln, nur Geschmackssache. So, da habe ich hier zwei, Handel und Intraday. Hier werde ich nichts kaufen aus der Watchlist, sondern nur in der Handelssache und hier genau das Gleiche. Muss ich natürlich alles noch speichern, das müsst ihr wissen. Das ist im Endeffekt auch, dass ich hier in die Handelsliste und eventuell möchte ich Intraday was Short handeln. Okay, dann habe ich das durch. Dann habe ich hier die Handelsliste. Was brauche ich da? Ich muss ja bloß nach rechts was schieben. Im Endeffekt ins Depot oder in die zurück, wenn ich hier gar nicht den Wert bekomme, weil er nicht abgeholt wurde, dann will ich ihn gleich wieder zurückschieben. Also brauche ich diese Buttons auch. Gehe auf Instrumentenliste, hole mir dann das Depot und die beiden Watchlisten einfach mit rein. Weil ja in der Handelsliste sowie Long als auch Short Trades, Entschuldigung, das ist die falsche, beide drin sind, gehe auf Apply und habe die Listen da drin. Ihr seht, wo die Struktur hin soll. Jörg, ich komme zu deiner Frage auf jeden Fall. Und beim Depot geht das Ding natürlich auch wieder in die Long und in die Watchlist zurück, falls wir den verkauft haben, den Wert aber mega cool finden. Ihr seht, ich kann hier nichts einstellen, wenn hier kein Wert drin ist. Das ist kein Bug, das ist einfach so. Deswegen hole ich mir jetzt noch schnell mal hier die Freenet ins Depot mit dem Klick. Ihr seht, rot ist im Depot. Und jetzt kann ich auch im Depot, sehe ich einen Chart, kann ich hier auch was einstellen. Instrumentliste. Ich brauche einfach nochmal die beiden Watchlisten vom Watchliste Short und eventuell die Handelsliste. Weil ich vielleicht nochmal nachkaufen will. Also, drücke auf Client, okay. Und ihr seht, deshalb habe ich auch verschiedene Layouts für meine Struktur. Und was ihr jetzt eigentlich immer macht, ist ein Screening, eine Longwatchlist füttern, Handeln, von Handel ins Depot. Macht doch Sinn. Stellt mal vor, ihr habt 10 Werte im Trading, finde ich schon ambitioniert. Noch mehr schwierig, aber ihr habt ein Investing zum Beispiel mit 100 Werten drin oder so und ihr wollt jetzt 5 Werte austauschen, dann macht es doch Sinn, von dem Depot von den 100
fünf Listen in die Handelsliste zu schieben und ihr wollt neue Werte aufnehmen, vom Screener in den Handel zu schieben, fünf, dann habt ihr 10 nur, was blinkt und was ihr euch beschäftigt. Dann habt ihr die 10 hier drin und dann müsst ihr euch an dem Tag dann nur um die Sachen kümmern, die dort auflaufen. Das ist pure Struktur, würde ich sagen, und das macht es sehr einfacher, eine Übersicht zu behalten. So, was brauchen wir für eine Handelsliste? Natürlich einen Button. Wir wollen ja handeln, einen Kaufbutton. Ja, und zwar zu den entsprechenden Setups, die man hat. Dazu muss ich auch wieder hier drauf gehen und diesmal auf Entry Escort. Dann haben wir ja hier das im Setup Escort abgelegt und haben hier sogar unsere Signale. Diese beiden MACD Crossover Long. Oder haben wir den Manual Mode abgelegt? Da muss ich jetzt mal selber gucken. Oder ist es hier im Chart? Ich glaube, das war das hier. Genau, das haben wir zusätzlich angelegt, damit man sehen kann, dass man zwei verschiedene Setup-Sessions machen kann. Ich selber arbeite lieber nur mit dem Standard, weil ich nicht so viele verschiedene Sessions habe. Und habe dann ein manuelles Setup angelegt. Und wenn ich das jetzt anhake zum Beispiel, dann kommt das hier rein und dann gehe ich einfach wieder auf Apply. Und dann habe ich hier einen Kauf-Button und einen Sell-Button drin. Was haben wir da hinterlegt? Schauen wir nochmal schnell kurz rein. Strategien, Setup Escort. Also da geht es quasi um Stops und Targets. Standard war ja die Sitzung, das Buch, wo es drin war. Und schauen wir doch mal hier auf Konfiguration. Nur dort findet ihr manuelle Setups. Ja. Das sind alles Signale mit Stops und verbunden. Ein manuelles Setup, was wir angelegt haben, findet ihr nur bei Konfiguration hier, das Target 2. Und wenn ihr das markiert, seht ihr, was wir da drin haben. Bar by Bar, das heißt, das ist der Initialstop, der vorgeschlagen wird. Hard Trail Stop ist ausgeschaltet und Soft Trail auch, denn Initial Stop Only heißt nichts anderes als aus. Kann man anders bezeichnen, ist aber nicht so, also merken. Und dann haben wir hier ein Target zum Beispiel. Ich könnte aber auch sagen, ich mache das mit 2 und klicke auf Übernehmen. Und dann habe ich jetzt 2 Targets eingestellt und das ist im Endeffekt das, was jetzt hier mit dem Button funktioniert. Damit die, wenn die bei euch mal nicht so ein bisschen matt sind, so wie jetzt, dann hängt es damit zusammen, dass die nicht mit einem Konto verbunden sind. Die werden nur so vollfarbig, wenn sie mit einem Konto verbunden sind. In dem Fall haben wir hier unten links so 2 Statusleisten. Da seht ihr halt immer, okay, das ist mein Datenfeed hier von Taipan. Herzlichen Dank für die tolle Datenfeed-Lieferung, bin ich sehr zufrieden mit. Und hier im Endeffekt den SIM-Account von Arjuna Trader, den implementierten, den ihr einfach nutzen könnt. Da kann ja nichts schief gehen, um Bedienung zu lernen oder einfach mal loszutraden. Kein Problem. Aber das braucht ihr, um die Buttons benutzen zu können. So, jetzt werdet ihr sehen, wenn wir das jetzt hier anklicken, gucken, ob da das schon gefressen hat, was wir da eingestellt haben mit 2 Targets. Jawollo. Ihr seht, irgendein Target fehlt, das ist da oben. Dann kann man mit der rechten Maustaste hier das ein bisschen zusammenschrauchen, den Chart. Kann das auch einstellen, dass es immer, dass die Orders immer alle drin sind. Das kann aber sein, dass dann der Chart sehr gestaucht ist. Das kann man bei Optionen im Konfigurations-Escort einstellen. Dann zeige ich euch dann auch. So, das wäre jetzt im Endeffekt eine Long Order. Und das ist das, was ich einfach im Endeffekt nur zum Ordern nutze. Und zwar nur aus dem Handelssession raus. So kommt da jetzt nichts durcheinander. So, wenn ich die jetzt eingebucht hätte, gekauft, dann klicke ich hier einfach auf Depot. Da ist es schon drin. Dann nehme ich sie mal raus. Ich kann sie auch von hier rausnehmen. Aber wenn ich Freenet jetzt bekommen hätte, dann geht sie ins Depot und dann geht sie aus der Handelsliste raus. Dann drücke ich, markiere ich die hier und gehe auf Entfernen und dann fliegt die raus, weil ich sie schon gekauft habe. Dann ist sie im Depot. Und ihr seht, letztendlich ist es so wie ein Kreislauf. Und ihr wisst immer, wo ihr seid. Also ich finde, das ist so ein minimalistischer Arbeitsplatz, den man ausweiten kann, wie man möchte. So, wie kann man das einstellen, dass die Order immer da drin ist? Schauen wir mal, ob ich es auf Anhieb finde. Werkzeuge, Einstellungen, Konfigurations-Escort. Ich hoffe, da bin ich richtig, weil so oft gehe ich ja da auch nicht ran.
Aber schauen wir noch mal. Das ist hier allgemein und so weiter. Vielleicht findet es einer schon vorher. Hier stehen verschiedene Dinge drin. Das ist gut. Allgemein war schon. Order skalieren muss irgendwo sein. Der Michael, der wüsste bestimmt. Geht auf jeden Fall. Das gibt es doch nicht. Tickgrößen. Schauen wir mal hier. Wiederherstellung der Orders. Nee. Nee, sieht sich, ich finde es auch nicht. Na egal, ich lädt das auf alle Fälle nach und werde es dann einfach nachreichen. Beim nächsten, ich schreibe mir das mal auf kurz. Einstellungen für Orders. Ihr seht, ihr seid also nicht alleine, wenn man das nicht so häufig macht, weil wenn man es einmal eingestellt hat, dann spielt man da nicht andauernd rum. Dann geht das manchmal nicht so auf Anhieb zu. Ah, doch, hier Chart, da ist es. Jetzt habe ich übersehen. Chart und dann sieht man hier Chart Trader bei Boxen. Da, Chart Trader Balken autoskalieren. So, zack, klicken wir mal an auf Übernehmen. Manchmal ist man einfach betriebsblind. So, dann machen wir okay hier. So, mal schauen, ob er jetzt Lust hat, das nochmal zu machen. Und ob dann hier der Chart, mach den mal extra ein bisschen anders, ob dann die Order automatisch da drin ist. Nö, nicht wirklich. Nö. Naja, vielleicht braucht er da noch einmal dazu, einmal anstoßen. Oder ich war auf dem falschen Fuß. Kann sein. Naja, lassen wir uns überraschen. Löschen der Order ist damit. Okay. Jörg, deine Frage. Jetzt komme ich mal dazu. Ihr könnt auch weitere Fragen dazu reinschreiben. Hallo Carsten, kann man eigentlich prüfen, ob die statische Liste, zum Beispiel Russell 200 oder S&P 500, auch aktuell ist? Agina Trader aktualisiert diese ja ab und zu. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass das mit der Zeit verbessert worden ist, dass die Listen angepasst werden. Den Rhythmus kann ich euch gar nicht sagen, wie sie sind. Ich selbst hole mir die immer extern und passe die dann an. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Aber ich weiß, dass sie manchmal ein bisschen hinterherhinken, gerade wenn es nur neue Emissionen sind. Was ich empfehlen kann zu machen, ist auf jeden Fall hier auf Werkzeuge zu gehen. Und dann geht es um das Thema hier Einstellungen, Instrumente, Märkte und Mappings. Dann kommt hier, ich hole das mal rüber, dieses Feld, dass man hier unten alles ausschalten soll. Dann klicke ich auf OK. Und dann seht ihr, geht der Datenfeed und Konto getrennt. Und das eine ist zum Beispiel, es gibt eine neue Mission und ihr wollt unbedingt Beyond Meat oder sowas handeln, ist noch nicht drin. Dann einfach hier auf, bei mir ist es Taipan reingehen oder sonst den Datenfeed-Anbieter, den ihr habt. Und genau das Gleiche mit dem Broker, wenn ihr den angeschlossen habt. Der muss natürlich auch wissen, was es ist. Der Gina Trader, da auch den Haken bei dem Broker machen und auf Import gehen. Das mache ich jetzt nicht. Es dauert eine Weile. Er lädt alle Symbole runter und dann sollte das funktionieren. Funktioniert das nicht, muss man AT mal anstoßen und sagen, hey, mach mal hier was, hier ist was Neues da. Und dann geht das relativ schnell. Und dann muss man das wieder machen, was ich eben gezeigt habe, nämlich Instrument Mappings, Instrumentliste importieren. So. Instrumentlisten wurde angesprochen, genau das ist es. Ne? Alle, die angehakt sind, die werden aktualisiert. Hier ist es genau dasselbe. Hier könnt ihr den Russell 2000 anhaken und dann Instrumentlisten importieren und dann ist der aktuell. Ich habe mir eigene Listen erstellt, habe den Listen einen anderen Namen gegeben, damit die halt nicht immer überschrieben werden, weil früher habe ich die selber aktualisiert. Und beim nächsten Mal Instrumentlisten importieren, waren denn die alten Werte wieder drin. Da war die Arbeit für die Katz. Also deswegen müsst ihr andere Namen für die Listen vergeben. Wie ihr die Namen hinkriegt, wisst ihr ja jetzt durch den Instrument Escort am Anfang und den Namen dann in diese Instrumentlisten eintragen einfach. Ja, hier seht ihr auch beim Broker die verschiedenen Listen, die da eventuell eine Rolle spielen. Bin ich gar nicht mehr so abhängig von den Listen. Bei CFDs sieht es manchmal ein bisschen anders aus. So, zack, jetzt haben wir das. Jetzt habe ich noch zwei, drei Fragen zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Mappings haben wir schon abgearbeitet, auf jeden Fall. Wenn es mal keine Kurse gibt oder so,
für einen bestimmten Wert einfach ein Mapping machen, dann hat der Arjuna Trader halt nicht die entsprechenden Anhaltspunkte dafür, woher er die Daten für den Wert beziehen soll. Damit man es versteht, zeige ich euch das. Wenn ich hier Heidelberger Zement zum Beispiel nehme, dann kann ich hier mit der rechten Maustaste rausklicken. Hier ist ja alles in Ordnung. Ne? Wir sehen die End-of-Day-Daten. Dann gehe ich hier runter. Nee, gehe ich gar nicht runter, da oben. Instrument Escort bearbeiten. Klick da mal drauf. Und dann sehe ich hier, hier haben wir vorher die Instrumentlisten eingetragen. Auf der anderen Seite haben wir hier jetzt die ganzen Kennzahlen für diese Aktie. Die ISIN-Nummer, die ist ja einmalig. Tickgröße, welche Börse, Sicherheit und so weiter. Und hier unten, das ist mega spannend für das Mapping, weil hier sieht man, hier ist Taipan, wie Taipan diese Heidelberger Zement bezeichnet. Und zwar nicht als Kürzel HEIDE, sondern 604700 ETR. Das muss der AT natürlich wissen. Wenn er das nicht weiß, weiß er nicht, was er laden soll. Gleiches gilt für den Broker. Also ich weiß nicht, wie bei FX Flat Heidelberger Zement letztendlich heißt. Das muss man dann einfach mit diesem Mapping machen und dann weiß der Arjuna Trader, hey, wenn ich das da hinleite, dann weiß ich auch, dass die Nummer 604700 die Heidelberger Zement ist, die zum Broker geroutet wird. Ja, so, deswegen so zur Technik. Das kann man ruhig ab und zu machen, da passiert auch nichts, da macht ihr nichts kaputt, wenn ihr eure eigenen Listen habt und die anderen werden einfach nur aktualisiert. Also ich mache das mal so im 3-Wochen-Rhythmus, also immer wenn ich Zeit habe, das Ding mal anzuschieben. Dort ein bisschen, ne? Gerne, Peter. So, dann haben wir noch eine Frage. Updates. Das Verhalten bei Updates, die Unsicherheit. Also generell, das zählt jetzt nicht nur für den Arjuna Trader, sondern generell für Updates. Also wenn ihr mit dem Arjuna Trader handelt und ihr seht hier unten rechts, da ist ja die Nummer, ich habe die Version 2864. Wenn da jetzt ein Update kommt, was offiziell von einem AT-Team freigegeben ist, dann habt ihr hier so einen grünen Pfeil nach unten gerichtet. So, jetzt kommt es auf Folgendes an. Ihr müsst euch im Endeffekt im Klaren sein. Habt ihr ein System, was im Moment für euch einwandfrei läuft? Davon gehe ich aus. Ihr habt Kursdaten drin, Charts, ihr könnt Orders aufgeben. Also es funktioniert. Und es gibt nur neue Features. Und ihr seid neugierig. Dann wäre ich immer vorsichtig, gleich, wenn das Ding neu aufleuchtet, hier rauf zu klicken. Denn es kann ja immer noch sein, dass es dort Fehler gibt. Das ist normal in der Softwarebearbeitung. Das machen die auch nicht mit Absicht. Und dann seid ihr mit einem zufriedenen System auf einmal, weil ihr eine neue Funktion haben wollt, vielleicht ein bisschen gnatschig, weil ja vielleicht ein, zwei Sachen jetzt nicht mehr funktionieren. Das macht halt Aufwand. Ihr müsst ein Backup wieder zurück, ein Rollback machen. Dann ist die Frage, habt ihr das alles auch wirklich so gesichert? Deshalb ist diese Sicherheitssache von Sicherheits-Backups zu machen, abzuspeichern, ist wichtig. Also ich muss jetzt natürlich oben die ganzen Dinger jetzt hier noch speichern, damit ich das im Endeffekt nachher nicht, wenn ich das mal lösche, ist es weg. Ja, haben wir ja gesehen. Also das ist ganz wichtig, hier nicht den Vorreiter zu spielen. Habt ihr einen Coach, dann fragt den, weil ich mache das immer so, dass ich im Endeffekt einen anderen Rechner habe, wo ich das einfach teste und wenn mein Tool darauf läuft, dann sage ich Leute jetzt okay oder die fragen mich an, jetzt könnt ihr mal ein Update machen, das macht jetzt wirklich Sinn. Ja? Das ist jetzt nicht verkehrt. Und ja, gute Sache. Was wir noch machen müssen, ist natürlich speichern. Ne? Das habe ich vergessen. Ne? Seht ihr auch bei mir. Also das möchte ich speichern und zwar mit den Buttons, soll nicht verloren gehen. Rechtsklick rein, Einstellungen, Chartgruppe, Vorlage, speichern unter. Jetzt gehe ich nicht nach unten, sondern Select, weil es ist ja Longwatch. Da steht TS Screener drin, dann mache ich TS unterstrich Long Watch Liste meinetwegen. Okay. Und das mache ich natürlich jetzt auch für die anderen Dinger, damit ich alles gespeichert habe. Und zum Schluss kann ich sagen, klicke ich nochmal auf Haupt, Arbeitsplatz, kann ich mir aussuchen, hier speichern unter. Dann sehe ich hier ist Trading Station, meine Handelsplätze, klicke ich auf OK, überschreiben, ja, dann habe ich das im Endeffekt angepasst. So,
Das ist das, was ich habe. Ich habe auch keine weiteren Fragen mehr. Jetzt sind wir schon weiter. Wir haben den fertigen Handelsplatz letztendlich von schwarz auf eine andere Farbe umgestellt, haben eigentlich alles soweit drin. Jetzt geht es noch im Endeffekt noch um ein paar Kleinigkeiten. Wir werden noch mal aufs Ordering eingehen in den nächsten Sitzungen, die wir noch haben. Und wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, dann bin ich eigentlich auch schon durch. Ja, perfekt. Wie immer, wenn Fragen noch im Nachhinein aufkommen, dann gerne an uns schicken und wir leiten das weiter, aber auch direkt an Carsten. Überhaupt kein Problem. Und dann haben wir wieder weitere Informationen zum Agenda Trader heute erhalten und die Reihe weiter ausgebaut. Da sieht man jetzt nochmal die Seite von Carsten. Du kannst natürlich gerne was dazu sagen zu deiner Seite, Carsten. Ja, das ist ja meine Homepage, klar. Da lädt ja einiges, was ich an meiner Strategie letztendlich umgesetzt habe. Ihr werdet sehen, wie man das auch, sag ich mal, im Internet, da kommt etwas Neues auf euch zu, den sogenannten Trade Scanner, da gibt es dann etwas Neues mit FX Flat zusammen. Könnt ihr gespannt sein. Und ansonsten immer mich fragen, wenn ihr irgendwas habt, schaut mal in den Blog vorbei, logischerweise. Und ansonsten Fragen über mich, Kontakt. Und dann beantworte ich gerne eure Fragen oder schalte mich mal auf euren Rechner. Okay? Dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend, genießt es und dann vielen Dank für eure Mitarbeit und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Carsten. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Noch einen schönen Abend und morgen auch einen schönen Vatertag, einen schönen Feiertag und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao. Super. Tschüss.